SDO-Kai-Lacker fragt, wie schnell darf man mit A1-Führerschein auf einer 125er fahren? Als ich damals einen 125er-Führerschein gemacht habe, waren die alle noch auf 80 km/h gedrosselt, beziehungsweise man musste halt Geld dafür bezahlen, dass sie dann gedrosselt werden, denn am Werk waren sie auch nicht gedrosselt. Ja, das ist seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Das heißt also, du darfst mit A1 so schnell fahren, wie das jeweilige Motorrad eben fährt. Das ist vielleicht bei einer Honda MSX 125 nur 90 km/h, aber wenn eine Yamaha YZF-R 125 130 fährt, dann fährt die halt 130. Das ist natürlich ganz cool.